Willkommen hier zu den ersten Basisvideos von Herrn Brinkmann zu Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und zwar geht es hier um Aufgaben zu Zufallsexperimenten, Baumdiagramm und Ergebnismenge. Jetzt erstmal hier Ergebnismenge mit Baumdiagramm. Wir haben in der Aufgabe gegeben eine Obstkiste. Die Aufgabe ist direkt auch nochmal, wer den Text haben möchte, unter dem Video verlinkt bei oberprima.com. Und in dieser Kiste befinden sich 10 rote Tomaten und 20 gelbe Tomaten. Und zwar sind die komplett sehen die gleich aus, ja, beziehungsweise sind die natürlich hier gleich groß und fühlen sich auch gleich an. So, und jetzt verbinden wir uns die Augen und gucken, also die sind gleich groß, haben die gleiche Form und so weiter. Man kann sie nicht unterscheiden. Weil wir uns jetzt auch noch die Augen verbinden, können wir auch die Farbe nicht sehen. Und jetzt sollen wir das Baumdiagramm dafür zeigen, wenn dreimal eine Tomate da rausgenommen wird, ohne zurückzulegen. Ohne dass wir die Tomate hinterher wieder zurücklegen. Also, die sind natürlich auch vermischt. Nicht, wenn ich links reingreife, kriege ich die roten und dann kriege ich die gelben, wenn ich nach rechts reingreife. Wir fangen mit unserem Baumdiagramm mal an und haben hier am Anfang, kenne ich jedenfalls so, macht man da so einen Startbutton hin. Aber Hinweis auch nochmal dazu, guck dir das nochmal an, wie deine Lehrkraft vor Ort das macht und pass dich am besten daran an. So, jetzt haben wir hier einen dreistufigen Baum zu zeichnen, denn wir sollen dreimal ziehen, ja, und ohne zurückzulegen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Baum auf. Ich mache den mal hier von oben nach unten. Normalerweise kann man den auch gut von unten nach oben machen, aber dann wird das hier wahrscheinlich unübersichtlicher. So, jetzt kommt hier erstmal eine Tomate und das ist ganz schön. Ich kann jetzt einfach dieses Symbol hier dafür übernehmen. Also eine rote Tomate geht nach links runter und eine gelbe Tomate geht nach rechts runter. Das ist die erste Stufe, das ist das erste Mal ziehen. Ich greife einmal rein und dann habe ich entweder die eine Möglichkeit, eine rote Tomate rauszuziehen und dann eine gelbe auch nochmal. So, jetzt müssen wir gucken, wie viele sind jetzt eigentlich noch drin. Müssen wir natürlich nicht gucken, aber will ich gerne, dass wir das gucken. Jetzt ziehen wir nacheinander, ohne zurückzulegen. Das heißt, wenn wir an diesem Punkt hier sind, dann haben wir eine rote Tomate rausgenommen und dann sind nicht mehr 10 da drin, sondern nur noch 9 da drin. Wir beschäftigen uns ja hier jetzt noch nicht mit Wahrscheinlichkeiten, sondern eigentlich wirklich nur mit dem Baumdiagramm, wie man das zeichnet, damit wir dann hinterher, wenn Baumdiagramme mit Wahrscheinlichkeiten kommen, uns mehr auf die Wahrscheinlichkeiten konzentrieren können. So viel dazu. Also hier an der Stelle ist ja eine Möglichkeit und an dieser Stelle kommt der zweite Versuch. An dieser Stelle hier kommt auch der zweite Versuch. Jetzt könnte die Frage kommen, warum? Hier ist natürlich auch wieder eine rote Tomate nach links und hier nach links auch eine rote Tomate. Was habe ich gesagt? Warum kommt das nochmal? Wir ziehen ja die erste Tomate und dann ziehen wir noch eine Tomate. Und jetzt müssen wir uns überlegen, dieses hier wäre eine Möglichkeit zu ziehen. Erst eine rote Tomate, dann noch eine rote Tomate. So. Das heißt, in dem Fall, wenn wir uns hier runter bewegen, dann gibt es im Prinzip diese anderen Fälle gar nicht. Wir schreiben sie aber mit auf, weil sie als Möglichkeiten dann hinterher auf dem Blatt stehen. Gut, die dritte Stufe sieht dann natürlich genauso aus. Das heißt, jeder dieser Böbel kriegt dann wieder ein Geschwisterböbelpaar sozusagen. Ja, wenn man das hier quasi als Zwillingsknoten hier nimmt. Nicht schön gezeichnet gerade, will ich schon mal sagen. Aber da sage ich auch gleich nochmal was dazu, wie man das am besten zeichnen kann. Und zwar, wenn man das üben will, das sollte man aber einfach einmal vorher üben, dann macht man sich hier die Stufen hin, wenn man das jetzt von links nach rechts macht, macht hier dann den ersten Böbel hin und dann kommen die zweiten hier jeweils auf die gleiche Stufe und dann immer schön hier im gleichen Winkel nach oben gehen, dann dürfte eigentlich bei den einfachen Baumdiagrammen bis zur dritten Stufe nicht viel passieren. Das heißt, nicht viel passieren. Es dürfte dann immer noch, guck mal, diesen hier habe ich ein bisschen falsch gemacht. Deswegen kommen die beiden jetzt hier so nah beieinander. Ja, das muss man ein bisschen üben, wie man das am besten für sich selber zeichnet. Ich finde das ganz schön, immer sich diese Linien zu denken. Ja, auf dem Karo-Papier kann man ja mal zwei Kästchen nehmen und dann geht man zwei Kästchen und zwei Kästchen, je nachdem. Aber das sollte man für sich selber nochmal üben. Das ist hier an der Tafel ohne Kästchen ein bisschen schwierig, finde ich. Aber das ist auch so eine Übungsgeschichte, weil man zeichnet ziemlich viele Bäume, wenn es um Wahrscheinlichkeitsrechnung geht, weil es als Darstellungsmöglichkeit so schön funktioniert. Denn wir haben hier unten haben wir jetzt unsere, wo haben wir unsere Ergebnismenge? Wir wollen ja noch die Ergebnismenge bestimmen, steht in der Aufgabe. Und die sollen wir angeben in aufzählender Schreibweise. Und da
schreibt Herr Brinkmann, schreibt ein S. Ich kenne das mit Omega, aber ich benutze hier jetzt in diesem Fall mal das, was Herr Brinkmann genommen hat. Hier kann man auch Omega hinschreiben, wenn man das noch lesen kann. Je nachdem, was man gewohnt ist, könnte einen das ansonsten verwirren, glaube ich. Also, wir haben jetzt hier, wenn wir die Zeichen hier weiter benutzen, haben wir die Ergebnismenge, die fängt an mit rote Tomate, rote Tomate, rote Tomate. Ich habe ja jetzt hier immer ein X gemacht oder das Symbol dafür. Normalerweise, wenn wir das schreiben, übersetzen wir das dann mit einem Buchstaben, weil es dann einfacher ist, als jeweils ein Symbol dafür zu finden. Und dann schreibt man hier in diese, ich nenne sie mal Böbbel, man kann sie auch Blasenkugeln oder sonst irgendwas nennen, haben wir hier eine rote Tomate und hier eine gelbe Tomate. Hier eine rote Tomate, hier eine gelbe Tomate, eine rote, eine gelbe und dann R, G, R, G, R, G, R, G. Dann können wir hier nämlich auch mit Buchstaben agieren und das ist dann halt leichter als die Symbolik. Für die meisten. Und ist natürlich auch hinterher leichter zu korrigieren, denn es würde jetzt hier losgehen, R, R, R. Und dann geht man hier jetzt also so vor, dass man R, R, R ist dieser Pfad, so nennt sich das ja. Dieses hier ist der Ausgang eines Zufallsversuchs oder einer Stufe eines Zufallsversuchs. Dieses hier ist der Pfad, der dann dorthin führt. Der Pfad über die Versuchsergebnisse rote Tomate, rote Tomate, rote Tomate nennt man dann halt RRR als Basiselement, hätte ich beinahe gesagt, als Elementarereignis. Da sollen wir ja die richtigen Vokabeln benutzen. Also, dann geht man hier jetzt also links runter und jetzt versucht man hier den nächsten, auf der untersten Stufe, den nächsten Böbbel zu erreichen. Das kriegen wir über den Pfad RRG. Deswegen können wir jetzt hier RRG hinschreiben. Semikolon und weiter geht's. RGR, dann sind wir bei R. R, G, R. Also rote Tomate, gelbe Tomate, rote Tomate. Geht weiter. Zack, zack. R, G, G. Und so weiter und so fort. Ich spiele das jetzt einmal durch. Und da kann man auch tatsächlich schon mal sich das merken, wie man hier zu den einzelnen Pfaden kommt. Man kann auch schon hier immer unter den Böbbel oder rechts daneben die Ergebnismenge schreiben. Dann muss man nicht jedes Mal neu da wieder hingehen, sondern macht das schon während man das zeichnet. Das heißt, man macht hier R, 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 schreibt man hier hin R, R, R. Damit ist für die, es ist dann einfach übersichtlicher. Gut, R, G, G war ich, R, G, G, also G, R, R. G, R, R. G, R, G. G, R, G. G, G, R. G, G, R. Und G, G, G. Ganz großes Grinsen. So, jetzt haben wir hier nochmal eine Möglichkeit zu überprüfen, ob wir nicht einen vergessen haben, weil das könnte einen ja verwirrt haben. Also zählen wir durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also gehen wir schon mal in der ersten Prüfung davon aus, dass wir hier das richtige Ergebnis hingeschrieben haben. Ich bin mir hier sehr sicher, weil Herr Brinkmann das, wie gesagt, schon vorher ausgerechnet hat. Und du kannst dir die Lösung dort nochmal anschauen in dem Link unter diesem Video. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit ähnlichen Aufgaben zu diesem Vokabelblock, könnte man ihn nennen. Also, ich habe hier noch so ein Schildchen und bin raus. Auf Wiedersehen.